Das Kirchheimer Ei ist aktuell bereits überlastet. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und insbesondere die Querung Mooswegs zu verbessern, muss das Kirchheimer Ei umgebaut werden. Der Kirchheimer Gemeinderat hat vor einigen Wochen nach einem intensiven Abwägungsprozess die Ampellösung für das Kirchheimer Ei beschlossen. Das staatliche Bauamt Freising hat bereits seine Zustimmung für den Umbau signalisiert, um schnellstmöglich Verbesserungen in der Verkehrsführung zu erreichen. Diese Lösung begünstigt insbesondere den Abfluss des Verkehrs aus dem Heimstädtner Moosweg heraus. Andere Lösungen sind aufgrund der engen Platzverhältnisse und Abständen zur A99 leider nicht umsetzbar, aber auch nicht vorteilhaft mit Blick auf den Abfluss aus dem Moosweg heraus. Die Verkehrsmengen in der Simulation enthalten die Prognose 2030 und den Planfall mit Ortsentwicklung und liegen damit höher als der im Bestand. Dass die Fahrzeuge abfließen können, war Grundlage für die Bemessung des Knotenpunktes mit seiner höheren Anzahl an Fahrstreifen gegenüber dem Bestand. Die Querung ist ebenfalls Grundlage der Untersuchung. Die Leistungsfähigkeit der Kreuzung und damit die Querung verbessert sich für Kategorie F, schlechteste Bewertung, auf Kategorie C, drittbeste Bewertung. Grundlage für die Simulation waren aktuelle Verkehrszählungen und das ganz aktuelle Verkehrsgutachten des Planungsbüros Transfer. Bitte schauen Sie sich dazu gerne die Präsentation der beiden Verkehrsabende im Rahmen des Bürgerdialogs an. Entscheiden Sie am 24. September mit. Jede Stimme zählt.